Heute geht es um die römischen Zahlen. Die alten Römer haben natürlich auch ein Zahlensystem gehabt, so wie wir, nur dass sie nicht mit 1, 2, 3, 4, 5 und so geschrieben haben, sondern ein ganz anderes System hatten, was vollkommen anders funktioniert. Und als erstes sollte man sich mal Gedanken machen, was hatten die eigentlich für Zeichen? Und da gab es zum Beispiel dieses Zeichen, das große I, kann man sagen, was für 1 steht. Dann gibt es das V und das V steht für 5. Dann haben wir noch das X, was für 10 steht. Das L für 50. Das C für 100. Das D für 500. Und das M für 1000. Und ihr seht schon, dass die Römer Buchstaben verwendet haben, wenn sie Zahlen meinen. Und das hat natürlich ab und an zu Verwirrung geführt. Und manchmal oder auch häufiger, wenn man so in Kirchen geht und alte Jahreszahlen anguckt, die mit römischen Zahlen geschrieben sind, dann bemerkt man, dass römische Zahlen mit so einem Ober- und Unterstrich geschrieben werden. Und das hat einfach den Sinn, dass man Buchstaben und Zahlen nicht durcheinander werfen wollte. Also das könnte ja auch einfach, wenn man nicht weiß, dass es eine Zahl ist, könnte das ein einfaches X sein. Und wenn man dann die Zahl 10 meinte, dann hat man früher so einen Ober- und Unterstrich gemacht. Das ist aber eigentlich nicht nötig. Man sieht, gerade auch bei dem I sieht man häufiger allerdings tatsächlich auch schon mal diese Schreibweise. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Das sind so Reste von diesem Ober- und Unterstrich, was bei dem I nicht unpraktisch ist, denn diesen Strich, den sieht man manchmal nicht so gut und wenn man dann so ein großes I mit so einem Ober- und Unterstrich macht, geht das manchmal ein bisschen besser. Das muss man auswendig lernen, da führt kein Weg dran vorbei und das geht aber eigentlich auch, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann kriegt man das ganz gut hin. Ja, die älteste Version der römischen Zahlen war dann, dass man von links nach rechts Zahlen aufgeschrieben hat, in der Regel von groß nach klein, und dann hat man einfach alles addiert, was man da so aufgeschrieben hat. Also wenn ich dann sowas aufschreiben würde, dann würde man sehen, aha, das L, das ist eine 50 und das X, das ist eine 10 und das V, das ist eine 5 und hier haben wir noch mal eine 1 dabei. Und dann rechnet man das einfach alles zusammen und sieht, 50 plus 10 sind 60, 65, das würde dann also der 66 entsprechen. Und man kann natürlich auch andere sich ausdenken, man könnte dann zum Beispiel auch sowas machen. Und dann guckt man sich das wieder an und sieht, aha, eine 50 und noch eine 50, also hier 50 und 50, dann hat man hier 4 mal 10, das sind schon mal 40, dann hat man hier nochmal eine 5 dabei und 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Einsen, da kann man wieder alles zusammenrechnen und kommt auf 150. Den Nachteil dieses Systems, wenn man das einfach so wild macht, den sieht man aber, denke ich, auch gleich, denn das ist gar nicht eindeutig. Anstelle einer 5 könnte ich zum Beispiel auch 5 mal dieses hier schreiben oder für 1, 2, 3, 4, 5 könnte ich ja theoretisch auch ein weiteres V machen, was ja auch 5 bedeutet. Das ist also gar nicht so richtig klar. Oder hier habe ich zum Beispiel zwei Ls gemacht. 50 und 50 sind 100. Da könnte ich doch eigentlich auch ein C dafür machen. Das ist doch auch 100. Und ihr seht schon, das ist irgendwie nicht ganz so schön. Außerdem wird das sehr schnell sehr lang. Wenn ich jetzt nur mit diesen vielen Strichen arbeite und diesen vielen Xen und dann kann so eine Zahl, das hier ist 150 und guckt mal, wie lang diese Zahl so ist. Also so richtig schön ist das eigentlich nicht. Und deswegen hat man sich irgendwann darauf geeinigt, das ist Mittelalter aber schon teilweise vorbei gewesen, dass man nicht mehr als drei gleiche hintereinander haben möchte.
Nicht mehr als drei gleiche Symbole hintereinander. Okay, die fünf Striche kann man damit schon mal vermeiden, indem man da eine 5 draus macht. Die 4 X für die 40, das ist dann schon irgendwie schwierig, wenn man das nicht haben möchte. Dann muss man sich noch was anderes ausdenken. Und das hat man gemacht. Und dann hat man gesagt, wenn eine kleinere Zahl, wenn ein kleineres Zahlsymbol vor einem größeren steht, wir fangen von links an zu lesen, wie man das kennt. Wenn ein kleineres Zahlsymbol vor einem größeren steht, wird es von diesem abgezogen. Also ein kleineres Zahlzeichen vor einem größeren bedeutet abziehen. Auch hier ein Beispiel gefällig. Hier steht ein kleineres Zahlzeichen, die 1, vor einem größeren, vor der 10. Also wird diese kleinere Zahl von der größeren abgezogen und es kommt 9 raus. Dasselbe kann man sich vorstellen, wenn man diese kleinere Zahl vor die 5 schreibt. Wieder steht die kleinere Zahl vor der größeren. Ja, die 1 steht vor der 5. Also wird die 1 von der 5 abgezogen, sind 4. Und genauso geht das natürlich, wenn ich so etwas tue. Dann steht das kleinere Zahlzeichen, die 10, vor dem größeren, vor der 50. Wird es abgezogen und rauskommt, na, ihr ratet schon, 40. Und diese 40 würde dann diese vier gleichen Symbole ersetzen. Da würde dann also XL stehen. Also keine Kleidungsgröße gemeint, sondern eine römische Zahl. Und wir würden vermeiden, so viele gleiche Symbole hier aufzuschreiben. Mit dieser Subtraktionsregel, wie das auch heißt, also das hier ist die Subtraktionsregel, wird es dann plötzlich wichtig, in welcher Reihenfolge die Zahlen stehen. Ich habe hier schon gesagt, man sortiert die eigentlich von groß nach klein. Es wäre aber hier noch nicht unbedingt notwendig. Man könnte die hier auch noch durcheinander schreiben, da man ja sowieso nur alle einzeln aufsummiert, alle einzeln addiert. In dem Moment, wo man zur Subtraktionsregel kommt, wird die Reihenfolge der Zahlen wichtig. Man kann jetzt also nicht mehr willkürlich so einen Strich einfach hier oder hier oder hier hinschreiben, weil er dann ja unter Umständen bedeutet, oh Moment, der steht vor einer größeren Zahl, dann muss ich das Ganze abziehen. Und deswegen muss man an der Stelle dann doch ein klein wenig aufpassen und muss sich überlegen, wie man das am besten macht. Vielleicht hier nochmal ein Beispiel. Wenn ich jetzt das hier habe, dann gucke ich mir die Reihenfolge der Zahlen an. Ich sehe erstmal, das L steht für 50, das I steht für 1, das X steht für 10. Das kann man hier oben in der Tabelle nachgucken. Ich würde euch übrigens raten, am Anfang ruhig mit einer Tabelle zu arbeiten. Und ja, jetzt gucke ich mir an, die 50 kommt zuerst. Oh, und hier steht eine kleinere Zahl vor einer größeren. Also 50 plus 9, 10 minus 1. Dann sind das 59. Ja, das wäre so eine erste Erklärung zweier wichtiger Regeln. Weitere Merkwürdigkeiten und Besonderheiten und wie man da vorgeht, gibt es in einem zweiten Video zu den römischen Zahlen.